Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es gibt heute wieder ein Schwangerschaftsupdate von mir und zwar zur 13. Schwangerschaftswoche. Fangen wir direkt mal an bei 12 plus 0. Da hatten wir denn unser großes erstes Screening. Da war Schnucki dann auch mit dabei und das war super, super schön. Er hat mich zwar so ein bisschen aus der Spur gebracht, weil ich doch einiges eigentlich mit meiner Frauenärztin noch besprechen wollte und irgendwie ging das dann alles unter, weil er saß ja dann von Anfang an neben mir direkt und da habe ich mir dann schon vorgenommen gehabt, dass er das nächste Mal, wenn er dabei ist, auf jeden Fall erst dann zur Untersuchung mit dazukommt, weil sonst geht da wieder alles unter und ja, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, weil man geht ja nur alle 4 Wochen zur Frauenärztin. Ich sag mal, in einer regelrechten Schwangerschaft, sag ich jetzt mal. Ne? Es war total spannend. Das kleine Wesen, das Baby, war dann schon 5,8 cm groß, also ein bisschen weiterentwickelt. Ich meine, es war dann schon 3 Tage voraus von der Größe her, aber so eine Abweichung gibt es normal halt. Das kommt vor. Und das ist auch nicht weiter irgendwie zu bewerten. Also das wird auch noch schwanken im Verlauf der Schwangerschaft. An dem Tag, als wir das große Screening eben hatten, das erste, war mir ziemlich schlecht. Also ich hatte mit Übelkeit zu kämpfen und ich musste mich auch an diesem Tag übergeben. Ich denke, es lag einfach an der Aufregung, weil ich wusste ja nicht so recht, was wird sie mir sagen und überhaupt und ist alles gut. Und da kann man ja schon vielleicht ein paar Tendenzen eben abgeben zur Nackenfalte oder so und ja, überhaupt. Sie hat dann alles eben ausgemessen im Grunde, was das Kind so hergab, also der Kopfumfang, im Schädelsteißlinge, ganz klar. Dann die Länge vom Oberschenkelknochen, dann Brustumfang und was da alles noch so gemessen wird. Gibt es ja einige so, ja, Punkte, die man mit diesen Durchschnittswerten eben vergleicht. Aber alles im Normbereich, zeitgerecht entwickelt und somit sehr beruhigend. Und dann habe ich auch endlich das Go bekommen, nach 4 Wochen endlich wieder arbeiten gehen zu dürfen, weil mir ist ja doch die Decke dann schon ziemlich auf den Kopf gefallen und ich habe mich sehr auf meinen ersten Arbeitstag gefreut. Das war dann eben der Mittwoch, weil Dienstag fängt ja immer so meine neue Schwangerschaftswoche an und abends hatten wir ja den Termin. Also ab Mittwoch konnte ich dann endlich wieder arbeiten gehen und das war echt toll und ja, super. Und habe dann auch alle Kollegen eben informiert über meine Schwangerschaft. Und die haben sich auch alle total gefreut und das hat mich natürlich dann auch sehr gefreut, dass sie sich mit mir gefreut haben. Aber leider hatte ich aber an dem Tag leichte Kopfschmerzen, aber der Tag war so schnell rum, ja, war auch leicht gerädert dann am Abend. In der 13. Schwangerschaftswoche waren Schnucki und ich dann endlich dann doch mal im Geburtshaus. Denn der erste Termin, den wir wahrnehmen wollten, hatte ich euch ja erzählt, ist ausgefallen aufgrund von einer Geburt. Und ja, freitags war es dann endlich soweit und wir konnten den Termin wahrnehmen. Es war eine tolle, recht große Runde. Schnucki kam sich so ein bisschen vor wie bei den anonymen Irgendwas. Aber es war doch sehr informativ und aufschlussreich und bestärkend, dass das auf jeden Fall für mich jetzt im Speziellen der richtige Weg ist und ich auf jeden Fall im Geburtshaus entbinden möchte. Sie haben mir im Grunde da auch noch so die letzten Zweifel genommen, die einem ja doch gerne mal eingeredet werden von Bekannten, Verwandten, Geschwistern, wie auch immer, die davon eben nicht so überzeugt sind. Und die waren dann nach dieser Infoveranstaltung auf jeden Fall vollends gelöscht. Ja, die waren dann beseitigt. In der Folgewoche war dann eine Kollegin von mir krank, die musste ich dann vertreten. Also am Montag ging es dann gleich in die Vollen. Ich habe wieder quasi eine Assistentin voll eben oder eine Assistententätigkeit voll ausgeübt und da war ich dann schon extrem gerädert am Abend und bin um 21 Uhr schon ins Bett gegangen, weil ich so kaputt war. Ja, aber was will man machen? Es ist halt alles irgendwie anstrengender durch die Schwangerschaft. Ist leider so. Also, mir geht es zumindest so, das kann man ja nicht pauschal sagen. Also, ihr dürft mir da gerne mal so eure Erfahrungen so in die Kommentare posten. Generell zu jedem Thema, was ich hier in die Kamera babbel. Eure Meinung ist immer gewünscht. Lasst mir fleißig Kommentare da. Und an dem Wochenende war dann auch noch die Hochzeit von sehr guten Freunden von uns oder von mir hauptsächlich. Es ist eine Freundin vom Studium her. Und
ja, da sind wir erstmal dann Richtung Mannheim eben gefahren. Die Fahrt war somit schon mal recht anstrengend, wobei ich nicht fahren musste. Schnucki hat das alles übernommen, also ganz, ganz toll. Die Hochzeit war super, super schön, aber es war für mich trotzdem ein sehr anstrengendes Wochenende. Wir waren nämlich dann erst, also wir sind Samstagvormittag sind wir losgefahren, waren dann mittags so um 13 Uhr dann im Raum Mannheim, wo eben die Hochzeit stattfand. Und wir waren dann am Sonntag um Viertel nach 10, also 22:15 Uhr waren wir dann erst wieder zu Hause. Denn wir sind dann auf dem Rückweg noch bei Schnucki seiner Mama eben vorbeigefahren. Da war ja dann auch Muttertag an diesem Tag. Und da haben wir dann eben die frohe Botschaft überbracht, dass wir Nachwuchs bekommen. Hat sich einfach angeboten und das eben auch am Muttertag. Die Mutter wohnt eben direkt auf dem Weg, eben von da, wo wir eben kamen. Und ja. Dann sind wir abends eben noch essen gegangen. Sie haben sich natürlich auch tierisch gefreut. Sein Bruder war auch da, hat sich auch gefreut. Und das ist natürlich schön, wenn man sich mit ihm freut. Wir haben uns das ja auch gewünscht und sie wusste ja auch über die Fehlgeburt Bescheid. Und deswegen hat sie sich, denke ich, da noch mehr drüber gefreut, dass das jetzt so schnell auch wieder geklappt hat. Ja, und ab da ging es mir dann auch schon deutlich besser von der Übelkeit her. Also das war ja dann eigentlich nur an dem Dienstag so schlimm. Aber das war ja bestimmt aufregungsbedingt. Ansonsten ging es mir eigentlich schon richtig gut und hatte keine Probleme mehr mit Übelkeit. Also konnte ich das dann auch wieder alles ganz gut soweit dann genießen. Also ja, ich kann im Grunde schon sagen, es war schlagartig dann so, wie man immer sagt, ab der 13. Woche, also wenn die 12 Wochen voll sind, dann wird es besser mit der Übelkeit. Also in den meisten Fällen. Und so war das ja im Grunde bei mir auch, kann ich fast sagen, ja. Ich konnte dann auch richtig gut wieder essen ab der Woche und auch dann eben an dem Muttertag waren wir ja schick essen. Was heißt schick essen? Wir waren beim Italiener. Ich habe mir Penne Arrabbiata bestellt. Hätte ein bisschen schärfer sein können. Also mir macht das nichts aus. Ich esse ja, seit ich mit Schnucki zusammen bin, doch recht scharf inzwischen. So schwangerschaftsbedingt habe ich da jetzt auch keine Probleme. Und ich wüsste jetzt auch nicht, dass man jetzt im Speziellen da nicht scharf essen sollte. Also gut, das geht alles dann irgendwie ins Fruchtwasser und so, aber das Kind kann ruhig da schon mal so ein bisschen drauf vorbereitet werden. Also bei uns wird auf jeden Fall ja doch scharf gegessen oder ich sag mal dann fürs Kind, wenn sowieso am Anfang, ach jetzt schweife ich voll ab, aber Kinder werden ja sowieso erstmal mit ungewürzten Speisen dann gefüttert, aber dann halt gegen später. Naja, ihr wisst schon. Noch eine witzige Sache habe ich noch jetzt zu erzählen. Also, das Wetter war ganz toll an dieser Hochzeit, aber gegen Abend hin musste ich dann doch eine Strumpfhose anziehen. So, ich habe dann in der Schnelle mal noch so zwei Strumpfhosen eingepackt. Und ja, die eine, die ich dann mit zu der externen Feier dann eben mitgenommen habe, die war dann auf einem Angus-Rinderhof Bio. Aber ganz tolles veganes Essen war da für mich dabei. Also ganz, ganz toll. Naja, sei es drum. Und da war es dann ein bisschen frisch und da hatte ich eben nur die eine dann dabei. Und zack, packe ich die aus, will sie anziehen. Denke ich, irgendwie stimmt da was nicht. Jetzt war das tatsächlich eine, die eben für die Problemzonen Bauch und Po ausgerichtet war. Tja, das ist ein bisschen blöd, wenn man schon Mords den Bauch hat. Und das ging überhaupt gar nicht. Also ich habe sie dann eigentlich nur so bis zum Schambein gezogen. Und habe dann glücklicherweise dann die Idee gehabt, ich schneide es jetzt einfach mal vorne in der Naht auf. Und dann ging es auch ganz gut. Aber ansonsten, Gott, wäre ja schier gestorben oder hätte sie von mir wieder gerissen. Ja, das war es soweit von der 13. Schwangerschaftswoche. Vom Gewicht her hat sich da auch noch nicht viel getan gehabt, obwohl ich schon ziemlich einen Bauch hatte. Die Bilder zeige ich euch auch wieder im Anschluss. Also gewichtstechnisch war ich dann bei 12 plus 0, gerade mal bei genau einem Kilo mehr als vor der Schwangerschaft, also noch nicht wirklich. Von daher alles im Rahmen. Und ja, somit sage ich jetzt an dieser Stelle einfach mal herzlichen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr meine Videos verfolgt. Lasst mir fleißig Kommentare da und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann tut das. Und jetzt kommen noch, oder was heißt, kommen noch, ja, nicht die Bilder, sondern ja, doch, es sind ja immer zwei. Ich poste euch wieder das fünfte
das Bild von der 5. Schwangerschaftswoche und eben von 12 plus 0 in dem Fall. Am Anfang der 13. Schwangerschaftswoche eben. Oder wie rum war ich das jetzt nochmal? Oder genau bei 13 plus 0. Ich bin jetzt etwas verwirrt, aber das kommt jetzt öfters in der Schwangerschaft vor. Ich werde auf jeden Fall das entsprechende Bild dann noch mit anposten, damit ihr seht, wie die Entwicklung vorangeschritten ist. Ja, also macht's gut. Bis bald. Tschüss. Fällt mir gerade noch ein, ich glaube, ich habe euch gar nicht das Ultraschallbild gezeigt. Ich weiß zwar nicht so wirklich, ob ihr das sehen werdet, aber ich zeige es jetzt trotzdem nochmal. Also das haben wir bekommen. Ich werde es mal ranzoomen. Also das hier ist unser kleiner Schatz. Hier ist der Kopf, der Bauch und die Beinchen. Ich hoffe, ihr könnt da einigermaßen was drauf erkennen. Ja. Es ist auf jeden Fall nicht die beste Ultraschallaufnahme. Das Gerät ist nicht so super. Das ist ja für mich jetzt auch nicht ganz so wichtig. Also Hauptsache alles andere bei meiner Gynäkologin passt, weil das ist das Wichtigere wie diese blöden Ultraschallbilder. Das nochmal schnell am Rande zur Ergänzung. Ja, und jetzt verabschiede ich mich an dieser Stelle. Macht's gut, bis dann. Tschüss.